Hello，大家好，欢迎来到今天的双台双小影。我这个昨天没有玩，这个厨师，哎，等一下，是那个，是那个研究室。我们昨前天我没发现这边还有下楼楼梯，这边其实还有路，那天没有发现，硬是在那边死磕好久啊。哎，这里居然是锁着的，这里呢？是一个厨房。Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? 我们有没有什么东西可以拿呢？ Der kommt mit! 好好拿走，很好。我们到时候拿这个去装水。Interessant. Hier wird als... 这边有一个人。Na nun? Die Sachen gibt's...这里是厨房，哎，餐厅。嘿嘿，这个是什么酱吧？拿，我也不知道什么酱，反正随便拿。这还有一个门，哎，我会迷路吧？这个地方，这该不会是他们可怕的家伙 ？CG 用 CG。Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser.Der große Deutsch. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte in der Aktion, von denen Sie da sprachen, sind Sie auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als. Warten Sie einen Augenblick.Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert.Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Wer braucht die schon?这是同一个哦，Hey, dir ist nicht erlaubt hier frei rumzulaufen. Okay, 跑出去。他说。我不在这里，你什么都看不到。他说我只是来拜访。Ich bin doch nur zu Besuch. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn dir der Satzgedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung? Du bist der Neue. Oder nein, warte, du bist gar nicht da richtig. Alarm! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Was sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier! Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht!
aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bin die... Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Dann soll ich hier warten, Herr Doktor. Das ist ein Ort. Das sieht aus wie ein Spiel. Das habe ich wohl vermasselt. Hier ist ein... Hallo. Brogelbecher. Ist das dein Name? Brogelbecher. Darf ich da nicht rein? Brogelbecher. Aber ich... Brogel. Schade. Wenn ich ihn doch noch... Das ist ein Schatz, der nur... Hallo. Hi. Hallo, junges Fräulein. Warte. Bleib da stehen. Warte. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachna mit Fieber im Bett liegt. Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind... Wow. Was führt dich zu mir, Kind? Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Und das sagt dir alles, dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und tatsächlich Warum nennt ihr ihn? Nun, das war der Einsatz bei einer... Wir waren so naiv. Der Bienenmann hatte eine... Der Kontrolleur, ein Professor Nock, hatte uns mit aufgeputscht. Ein Jahr hatte er sich die Tablette... Petra hatte sogar eine Kuri... aber es war... Naja, es hätte uns schlimmer... Man denke nur, Petra hätte jeden Morgen... Was sind das für... Ich habe einige Theorien zu König der Blitz... Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Starkstromgen oder das Glück ist nicht immer mit dem... Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge... Wow, das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und auf diese Weise gewinnt er... Ja, auch bei... Aber die Möglichkeiten... Du sagst es... Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Punkt. Der Gewinn. Sprechen wir über. Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit entschied, ich alle Banden. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfach.
Mann, was genau machst du? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Schief. Am Ende steht noch das Ganze. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine Astrale. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der... Das ist kein A. Und die Taucherbrille? Die schützt was denn sonst? Ich muss langsam... Was? Poetisch und... So viel einmal... Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem An... Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. So viele mögliche Eine Lampe. Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Sehr clever. Von diesem Sofa hat jemand alle... Guten Tag. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische An. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist... Ich habe es mir selbst... Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Weißt du, wie ich hier raus... Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Vorkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Vorkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will... Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so... Das ist so... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Ah! Stop! Nichts, ich muss... Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigung. 艺术创作品剪刀
Entschuldigung? Die brauche ich noch. Also, ich habe sie noch. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Dieser Jango, ich glaube, ist in der 2. Zeit, in der Lau Sang, in der Lau Sang, in der Lau Sang. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal eher, wer würde seinen eigenen Stamm... Ganz schön zynisch für jeden. Wie dem auch einiger der Bekloppter, so gelingt es der Wäschlift in die Freiheit, muss aber noch gebaut werden. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen. Als Realsatir, um die Modebranche zu boykottieren. Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Warum hast du so groß? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für mein... Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch... Diese Überproduktion ist bei mir auf heiß dabei könnte... Wie war das noch mit dem Ohren? Es handelt sich um eine Art... Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Stück Kaffee würde mir sicher helfen, aber ich schäme mich. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenspannung. Ich mach dann meine Fliege nur zu. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar haben. Na du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi Edna. Ich heiße Peter. Also Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Ja, hau mal. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch. Du bist manisch-depressiv. Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern.
Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust. Und sagen wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weil du kommst hier gut. Der Zug ist abgefahren. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest mich... Ach ja, immerhin noch. Der Verfall schreitet, der Kapitän. Vorher hier mal nach, besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie. Wo war ich noch gleich? Du wolltest. Ach ja. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt, sagt der Arzt. Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze. Hast du das so geschaut? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber... Das ist auch eine Idee, ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind... Und wen kratzt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren... Was ist überhaupt von... Sogar die... Am Ende ist alles... Puff! Einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen... Ja, was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja. Aber ich geh, du bist ein... Danke für deine... Nicht der Rede. Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht... Ich lasse... Tja, ja. Barmann, einen Drink bitte. Geduldige dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Hier mixt... Jo, Gefäß? Wir haben gerade von hier gekommen, oder? Hier gibt es eine Zitronen-Fahrzeuge. Da kommen die Münzen rein. Da kommen die Münzen. Wir müssen vielleicht... 铜板 这边有路吗? 像没有路哦 Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen 这边好像没有路了好吧我觉得我们可能要弄到铜板来投自动贩卖机之类的但是不知道哪里有铜板先出去吧 我们现在可能要弄到咖啡，我们要弄到车票，我们要弄到。试着对楼上的家伙泼一桶水，但是我们还有一个房间没看，进去看。哎，这是一个庆生会。 Nicht wirklich Appetit. Nicht wirklich. 我觉得如果我们有办法帮那个意志消沉的家伙办一个庆生会，也许他会开心起来。简单。 Nein, Edna, auf, du darfst. Ich glaube. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt. Wenn du. Wann habe ich. Kann ich. 连自己的生日都想不起来，薯片。好吧，没别的东西。
我想想看哦，我们现在看能不能出去吧。诶，我怎么从这儿出来？这里为什么躲了一个家伙？ Hallo! Hey! Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ich heiße... Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wer sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört! Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich um uns. Was haben sie nur? Wollen sie etwa... Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Das einzige Licht... Ihr scheint das Fernsehen... Es ist genau ihr Niveau. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hello, Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dino? Na, das weiß doch nun. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernstein. Weißt du? Na klar, ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru. Aber ne, in Detmold Lippe musst du auf die tektonische... Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Of course! Er züchtet Dino-Mensch-Hybriden in seinem... Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Ich schau später noch. Wenn die Ja. Wenn man mal darüber nachdenkt, da bekommt die... Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur... Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Was ist das? 发疯的这个医生，哎，这个发疯的这个病人，他好像不愿意把票给我们。Leihst du mir das? Ich schau später. Wenn die ja. 我们给他漫画。 Möchtest du dieses Kopf? Captain Unbrauchbar? Ist es zufällig die Ausgabe in? Nein. Es Todesbrot. 好吧，看来目前没什么用。 这个门是我们刚进来的吗 ？Da fehlt ein Schlüssel. Hallo? Hallo? Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein. Die Welt da draußen ist ein brutal. Die Fehler, die du da machst, wenn du zum Beispiel nur zum Beispiel mal deine Frau ruft, dann wird dich die Schuld.
Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ob du mir wohl mal denn... Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht... Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, indem ich zu meiner Frau hinüber... Fällt der Kurs meiner Aktien ins Boden? Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich. Hallo? Bist du noch? Tauschst du dein Telefon gegen meinen Poloschläger? Bestimmt nicht. Das Telefon muss... Ha! Na gut. Hände hoch! Ich muss die... Niemand! Da könntest du ja gleich mein Herz, meine Seele und die Luft, die ich atme. Mann, komm mal. Tauschst du denn? Bestimmt nicht. Das Telefon ist mein... Muss... Tauschst du denn? Bestimmt, das muss... Tauschst du denn? Bestimmt, das muss jede... Hallo? Verkauf? Was sagst du? Nein, noch nicht verkaufen! Nicht verkaufen! Nicht ver... Was sagst du? Na, ein Glück. Hallo? Hallo! Kauf! Was sagst du? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Nein, kaufen! Alles kaufen! 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 Was sagst du? Na, ein Glück. Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du? Puh, gut, dass ich da nicht abgelenkt. Kaum auszudenken. Drogelbecher! Drogelbecher! Na gut. Muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Siehst du auch diesen Typen hinter dem Sessel? Nein, ich glaube den Bild... Und das sagst ausgerechnet... Hände hoch! Kommen Sie sofort hinter dem Sessel hervor! Hört mich, aber meine geheime Formel werdet ihr nie be... Und dazu... Möchtest du ein paar Chips? No thanks. Ich will nicht, dass meine Experiment... Brauchst du zufällig etwas? Spinnst du? Ich produziere... Na gut, vielleicht nehme ich doch... Aber nur um den Geschmack von den... Verlockend, aber... Möchtest du Bohnendip? Kommt drauf an. Stammt es aus der Kreidezeit? Das verfallt. Super, ja. So gut. Hallo? Ha! Verkauf! Was sagst du? Verkaufen! Verkaufen? Verkaufen! Verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück.
Da fehlt ein Schlüssel. Ihr scheint das Fernsehen. Es ist genau. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Etwas Ketchup dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Etwas Senf. Wozu? Das? Wie zu? Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Möchtest du? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolut. Etwas Dip gefällig? Ist das etwa Petras Boot? Nimm das Zeug sofort weg! Diese unselige Furzpappe hat mir schon genug, die wenigsten. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle. Hat ja. Keine Zeit zum Ausruhen. Keine Zeit. Um hier zu randalieren, habe ich noch nicht genug getrunken. Nicht traurig sein. Wie süß! Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden. Wie süß! Ich bin doch wie. Ich störe sie lieber nicht, die wollen sich.我们最好不要破坏他们。好吧。那这样子的话，那个酒吧难道不会给我个新的兑换吗？难道我不能点一杯什么饮料来喝吗？ Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Kaffee? Einen Kaffee, bitte. Steht nicht auf der Karte. Also, Barmann, aber nicht.
einen Grog. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Ja, netter Kerl, eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie an wollte Pirat werden oder so. Schade. Wieso? Ist er nicht... Leider nein. Dr. Marcel brach ihm. Dann hat er in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig... Oh. Barmann? Aber ne... Nein, will ich Wasser? Ba? Ein Glas was? Steht nicht. Barmann? Aber ne... Na, das ist was ist das? Beep. Biggity. Buggity. Einen Biggity Buggity Boo, bitte. Steht nicht auf der Karte. Das sind Put... Naja... Barmann... Aber... Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne. Steht aber nicht auf der Karte. Barmann... Aber... Einen... Brauchst du noch etwas? Davon habe ich wie sonst. Brauchst du einen leeren Becher? Das ist keiner von meinen. Der dort ist aus Plastik. Und er stinkt auch nicht nach. Willst du diesen? Der ist zwar siffig, es ist aber trocken. Du kannst ihn behalten. Ja. Na, ja, like Gora. Brauchst du einen... Das ist doch kein Topf, das dahinter... Das Fass, in dem die Schaufel... Das ist keine Schaufel, das ist ein Löffel. Weißt du, was in Knabberk... Irrtum, hier sind Keller... Oh, ausgefallene... Willst du was? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce... Bruce Lee hatte die... Kein Wunder, dass er... Mr. Cocktailkarte, Energie. Edna, du hast mindestens 12 Eid, die mehr nach einem Charakter aus Start... Wen denn wohl? Lieutenant Commander Kadetsch. Können Sie den... Energie, bringen Sie uns... Ei, Sir. Barmann, Eid... Aber... Einen Stinktrink, bitte. Ein Stinktrink? Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur ist jemand gestorben. Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50%. Ich muss verrückt. Geht es dir gut? Edna, sag doch. Ja, ich muss so etwas Diabolisches wie diese. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig. Sieh mal, ein Kollege von dir. Das ist doch wieder typisch. Fliegen und Bienen sind in etwa so verwandt wie Menschen und Opossi. Opossum, Opus, Opus, Opossum, Opossa, Opossum, Opus, 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 Opossa, Obladi, Oblada. Oh, Mission Impossible. Hier, es war schrecklich. Was hast du mit dem Inhalt gemacht? Hast du ihn etwa getrunken? Natürlich. Ui. Kein Problem. Nur nicht ein paar. Weißt du, wie man die solchen. Nein. Ja, sagen wir. Den. Diese Jolie, diese Zangin. Da war eine Fliege in meinem Drink.
Unmöglich. Das ist okay. Wie viele Spinnen soll ich denn dann noch rein tun? Hm. Na, wo soll ich das? Barmann! Nicht noch, lieber gehe ich frei. Brauchst du einen Stroh? Nein, danke. Ich trinke keinen Nektar mehr. Don't drink. Hände hoch. Mich kannst du mit deiner weltlichen Autorität versuchst. Halt! Wachtelmeister! Natürlich kann ich. Drogelbecher! Und ob! Drogelbecher! Cool! Ich So! Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraums um mich und mein König. Wovon redest du? Da hast du es als der Arm. Ich werde ihn mit. Was? Aber kaum kann sie mein Schwert. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber entschloss meinen Thron, musst du mich im Bistum. Ich bin bereit. So, der Wettstreit ist hier. Nun dann. Es gibt kein Erfolg, Ruhm, Köderfisch. Du machst das aber ganz schön. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder schon gut. Gut, Kopf oder Zahl. Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Kopf! Kopf! Zahl! Tja. Von Tan! Oh, das ist sie. Das ist denn das Gold? Aber sicher! Wieso? Ja, nur echtes Gold. Aber was erwartest du? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie... Ja, ehrlich. Dann, ich ging eines auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vor und meine Füße. Als ich machte mich sofort an, erinnere, was genau es war. Aber seitdem. Ich kann später. Ich will es. So. Kopf. Zahl. Tja. Ich will es noch einmal versuchen. So. Kopf.
Kopf. Zahl, Tierarzt. Eine Ja, okay. Aber was? Warum für... Nee, ja, da auch es gewitterte. Ich hatte und dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht... Aber seitdem... Ich ziehe dann... Tiri. 哎呀，现在我们好多谜没有解啊！我们现在，我想看了，依照逻辑，我们要先拿到硬币，我们才能够去买咖啡。那我们要拿到硬币，我们要先这个电话，我们没办法拿到呢，才跟吸管。 Tauschst du dein Telefon? Bestimmt nicht. Das Telefon muss... Tauschst du... Was soll ich denn mit einer toten Fliege? Die Fliege ist nicht tot. Sie... Ich habe weder die Zeit noch den Humor, um Monty Python-Sketche aufzuführen. Das hat Attila der Hundkönig auch gesagt. Und sieh nur, was aus ihm geworden ist. Ich glaube, er hat zu Lebzeiten die Welt von Pazifik bis zum Mittelmeer beherrscht. Aber hatte er auch eine dressierte Fliege? Ich will deine Fliege nicht. 他嫌弃我的蜜蜂，我以为他嫌弃我的苍蝇。嗯。Captain，你这个。Tauschst du dein Telefon gegen die? Bestimmt nicht. Das Telefon muss hier. 也不跟我换。Tauschst du dein? Bestimmt. Das Telefon muss. Tauschst du denn? Bestimmt, das muss. 好吧, 是一个不跟我换的. Ich habe da was für dich. Was soll ich denn mit ich brauche den zugegeben? Sie erinnern. Aber solange sie nicht ein. Und solange sie nicht fossil ist. 他说他不需要苍蝇, 他需要的是恐龙. 是恐龙. 也许我们是需要那个家伙画一只恐龙给他。嗯，那我们还是得，嗯，把这个苍蝇给他呢。 Guck mal, was ich in meinem Drink gefunden. Ach ja, ein weiterer Grund. 嗯, willst du meinen Strohhalm haben? Nein, ich nehme tagsüber keine. Versteh, du sammelst Feuchtigkeit, indem du nachts den Äther anzapfst. Nein, ich trinke nur nichts, weil mein Anzug keinen Hosenschlitz hat. Es dauert über eine halbe Stunde, bis ich mich. Oh, wir gehen jetzt nach hier. Ich will nicht mehr. Okay, dann ist es so. Bye bye.